Punkt 1. Also mit Skriptum ist das ja ganz leicht heute. Weil das 1 zu 1 im Skriptum drin ist. So, also gefragt ist ein Schaltplan, eine Mittelschaltung mit Spannungsteiler, Arbeitspunktstabilisierung und getrennter AC und DC Gegenkopplung, und so schaut das aus. Also R1 und R2 ist welcher von diesen Dingen, die da gefragt sind? Spannungsteiler. Spannungsteiler, Arbeitspunktstabilisierung, genau. Was macht C1? Ah, auf einmal gleichzeitig. Koppelt das Signal ein, genau. Also wir haben ja, wenn wir sagen, mit diesem Spannungsteiler geben wir das Potential vor, mit dem wir den Ruhezustand der Schaltung haben wollen, dann wollen wir, dass unser Nutzsignal um diesen Pegel schwankt. Das heißt, wir können das nicht direkt verbinden, sondern wir nehmen einen Kondensator, der Gleichanteil von dem Eingangssignal, der spiegelt sich dann einfach wieder in der mittleren Ladung dieses Kondensators. Und wenn dann halt hier das Signal um ein paar Millivolt rauf und runter schwankt, schwankt das hier halt um den gewählten Arbeitspunkt rauf und runter. So, Emitterschaltung selber ist jetzt quasi dieser Transistor hier mit R3. Dann haben wir die getrennte AC und DC Gegenkopplung. Was ist das R4? R4 ist die DC-Gegenkopplung, genau. Das heißt, die Serienschaltung von C2 und R5 ist dann die AC-Gegenkopplung. Warum? Weil wir uns vorstellen können, für den Gleichstrom ist der Kondensator undurchlässig. Das heißt, wir können uns für den Gleichstrom diesen Zweig hier wegdenken. Und dann bleibt eigentlich nur dieser R4 über. Damit können wir relativ schön quasi mal den Arbeitspunkt einstellen und können sagen, okay, wenn wir da diese Eingangsspannung haben, was wollen wir da ausgangsseitig für einen Ruhepegel haben, aber dann wollen wir ja das Nutzsignal stärker verstärken, als unser Gleichstrom-Gegenkopplungswiderstand erlauben würde. Also nehmen wir einen zweiten Widerstand, der viel kleiner ist, darum haben wir eine viel größere Verstärkung, aber der wird in Serie geschalten mit diesem Kondensator. Das heißt, für den Gleichanteil ist dieser Teil der Schaltung unsichtbar, für den Wechselanteil habe ich quasi die Parallelschaltung von R4 und R5. Und wenn R5 viel kleiner ist als R4, hat die Parallelschaltung welchen Wert? Den von R5, den vom kleineren Widerstand. Ja, also das ist... Aber das heißt, dass diese Schaltung hohe Frequenzen wesentlich besser verstärkt als tiefer. Genau, das heißt, dass diese Schaltung hohe Frequenzen besser verstärkt als tiefer. Das tut sie ja sowieso schon von dieser Eingangsschaltung hier, weil tiefe Frequenzen schlechter durch diesen... Koppelkondensator durchpassen. Das heißt, ich überlege mir quasi vorher, auf welchen Frequenzbereich soll diese Schaltung eigentlich arbeiten. Wenn ich sage, das soll ein Audioverstärker sein beispielsweise, dann würde ich mir überlegen, okay, wo fängt denn der Audiobereich an? Naja, der fängt vielleicht irgendwo bei 20 Hertz an. Das heißt, ich möchte das hier so dimensionieren, dass ein 20 Hertz Signal noch im Wesentlichen ungehindert durchkommt. Und genau das Gleiche mache ich hier bei dem C2, dass ich mir überlege, okay, dieses C und dieses R, bei welcher Frequenz fängt denn das an zu bedämpfen? Und dann wähle ich das C so groß, dass die 20 Hertz noch durchgehen und damit die ganzen Audiosignale drüber auch. Naja, dann habe ich halt ein relativ großes C2. Hier extrem große Widerstände, geht natürlich auch. Nicht? Dass ich irgendwie sage, da habe ich zwar ein relativ kleines C2, aber ein ganz großes R5, dann brauche ich noch ein viel, viel größeres R4. Aber im Wesentlichen das Produkt dieser beiden Werte hier, das ist die Zeitkonstante von dieser Schaltung. Den Begriff Zeitkonstante, den schauen wir uns vielleicht noch bei der komplexen Wechselstromrechnung näher an, aber jetzt muss man sich nur überlegen, das ist quasi eine Frequenz, die ist zumindest mal in der Größenordnung von dem, wo das anfängt zu bedämpfen. Also wenn man quasi gar keine Ahnung hat, was mit diesem R und diesem C passiert, dann kann man natürlich einfach mal einen Schaltungssimulator eingeben und schauen, was der sagt. Aber man kann auch einfach das R und das C miteinander multiplizieren. Also das C immer einen ganzen Farad und das R immer einen ganzen Ohm natürlich. Also diese Kilo und Mega und Mikro, die muss man entsprechend umrechnen. Und dann weiß man, in welcher Größenordnung das liegen wird, diese Frequenz, ab der er anfängt zu drosseln. So,
Zu dieser Schaltung noch irgendwelche Fragen? Die haben wir jetzt öfter gemacht. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. So, Schaltplan einer Transistor-Gegentaktstufe mit Diodenspannungsteiler. Und das ist eigentlich auch 1:1 ein Schaltplan aus dem Skriptum. Die Gegentaktstufe selber sind dann nur diese beiden Transistoren. Und die erste Art der Gegentaktstufe, die wir das letzte Mal kennengelernt haben, da haben wir einfach die Basis von dem Transistor und die Basis von dem Transistor, die haben wir beide an das Nutzsignal angeschlossen, was wir durch diese Gegentaktstufe Strom verstärken wollen. Das ist ja die Idee, nicht? Dass wir bei der Emitterschaltung Spannungsverstärken, da gehen wir da vielleicht mit ein paar Millivolt rein und dann gehen wir da vielleicht mit einer Voltamplitude raus. Aber wir sehen schon, dieses Signal hier, das kann ich strommäßig nicht belasten. Alles, was da rauskommt, muss durch diesen Widerstand durchgegangen sein. Das heißt, ich kann hier mit einem Messgerät, das sehr hochohmig ist, messen, wie das Signal ausschaut, aber ich kann einen Lautsprecher zum Beispiel nicht direkt an diesen Ausgang anschließen. Das geht nicht. Das heißt, ich brauche dann nach dieser Spannungsverstärkungsschaltung noch eine Stromverstärkungsschaltung, die dann eben aus diesem hochohmigen Signal ein niederohmiges Signal macht. Das war unsere Gegentaktstufe. Und die erste war eben die beiden Basisanschlüsse von den beiden Transistoren, beide mit dem Nutzsignal verbinden. Was war da das Problem? Der Knick in der Mitte. Genau, warum habe ich diesen Knick in der Mitte? Warum habe ich, wenn ich da quasi... Weil zum Beispiel der obere Transistor erst ab 0,6 oder 7 Volt anfängt zu leiten und das Nutzsignal aber auch schon zwischen 0 und 0,7 Volt ein Signal ist. Genau, genau. Also quasi, wenn ich hier zum Beispiel einen Kondensator hätte und den wollte ich umladen mit jeder Schwingung, dann hätte ich genau dieses Problem. Ich muss da jetzt mal 0,6 Volt größer werden als der jetzige Ausgangspegel, damit anfängt hier dieser Kondensator geladen zu werden. Wenn ich dann umschalte und wieder entladen möchte, muss ich hier erst 0,6 unter den aktuellen Ausgangszustand gehen, damit ich anfange, Strom aus dem Kondensator zu entnehmen und den wieder zu entladen. Das haben wir letztes Mal simuliert, dann haben wir diesen Knick gesehen. Dann haben wir uns überlegt, was könnte man da machen? Und haben gesagt, naja, wenn wir schon wissen, das sind 0,6 Volt, dann könnte man daher eine 0,6 Volt Spannungsquelle einbauen und da könnte man auch eine 0,6 Volt Spannungsquelle einbauen. Dann hätten wir genau das erreicht, dass wir da schon immer auf dem korrekten Potenzial hintreiben. Das Problem ist nur, solche 0,6 Volt Spannungsquellen, das ist irgendwie ein Bauteil, das wir in der Form nicht haben. Was man machen kann, ist dieser Diodenspannungsteiler. Wie funktioniert der? Ja, im Wesentlichen ja. Also wir geben hier mit dem Eingangssignal ein Potenzial vor. Und jetzt wissen wir quasi, der Querstrom, der hier fließt, der muss natürlich sich mit diesem Potenzial hier decken. Also das muss irgendwie kompatibel sein. Jetzt fließt ein Strom quasi durch diesen Widerstand durch, dann durch diese Diode. An der Diode werden 0,6 Volt abfallen. Und damit wissen wir, dieser Punkt ist 0,6 Volt über dem, was wir dort hineinstecken. Und dann fallen an der zweiten Diode nochmal 0,6 Volt ab und dann habe ich hier einen Widerstand gegen Ground. Warum brauche ich diese beiden Widerstände? Kann ich nicht sagen, an einer Diode fallen immer 0,6 Volt ab, also lasse ich die weg und dann habe ich da eine Diode an der 0,6 Volt. Es muss halt auch Strom fließen. Es muss halt auch Strom fließen, genau. Und diese Basis hier, muss der Strom rein oder rausfließen? Rein. Rein, das ist ein NPN-Transistor. Das hier muss Strom reinfließen, der kann schlecht von da kommen. Nicht? Also muss der mal durch diesen Widerstand. Die Basis nimmt sich halt so viel, wie sie gerade braucht und der Rest fließt dann durch diese Diode, die nur diesen 0,6 Volt Abstand hier macht. Das gleiche haben wir unten, das ist ein PNP-Transistor, da muss aus der Basis Strom rausfließen und das kann eben nur durch diesen Widerstand hier passieren. Okay. Upsale, ich verfange mich hier. Gut, beschreiben Sie die Unterschiede zwischen dem Verhalten der Emitterschaltung oder der ersten Schaltung, die wir gerade gesehen haben, und der Kollektorschaltung und Gegentaktstufe. Die Gegentaktstufe ist ja nichts anderes als zwei Kollektorschaltungen zusammen. Da haben wir einen NPN-Transistor in Kollektorschaltung oben. Und wir sehen hier,
der Kollektor, der hängt an dem Anschluss, der weder Eingang noch Ausgang ist, also muss das eine Kollektorschaltung sein. Und hier ein PNP-Transistor in Kollektorschaltung. So, und jetzt ist die Frage, was sind denn da die Unterschiede? Und da habe ich eben diese drei Stichworte, Eingangs- und Ausgangswiderstände und Spannungs- und Stromverstärkung. So, schauen wir uns mal die Emitterschaltung an. Die Emitterschaltung hat einen hohen Eingangs- und einen hohen Ausgangswiderstand. Was davon, das ist beides ein hohes Widerstand, was davon ist quasi im Allgemeinen gut und was ist im Allgemeinen schlecht? Der Eingangswiderstand ist immer gut. Genau, Eingangswiderstand ist gut, das heißt, wir müssen keine Energie dorthin schicken, um unser Potenzial anlegen zu können. Der Ausgangswiderstand, was ist mit dem? Der ist schlecht, weil quasi das Signal, was von der Emitterschaltung kommt, durch diesen Widerstand durch muss, durch diesen großen. Das heißt, die Schaltung kann uns nicht viel Energie liefern. Also sie braucht zwar nicht viel Energie eingangsseitig, damit sie das Signal mal sieht, aber kann auch nicht Energie rausschicken. So, hat eine hohe Spannungsverstärkung. Das ist ja die ganze Idee. Aber keine Stromverstärkung. Was sich irgendwie auch daraus ergibt, dass der Ausgangswiderstand ja groß ist, nicht? Dann kann es offenbar keine Stromverstärkung geben. Die Kollektorschaltung, die ist quasi das Gegenstück dazu, wenn ich mal sage, okay, jetzt brauche ich was, wo ich wirklich eine Last anhängen kann, einen Lautsprecher zum Beispiel, und der spielt dann Töne ab, der braucht ja Energie. Das kann ich dann die Emitterschaltung anschließen, an die Kollektorschaltung kann ich das anschließen, weil die eben so einen niedrigen Ausgangswiderstand hat. Die verstärkt aber nicht. Also spannungsmäßig verstärkt sie nicht. Strommäßig schon. Wenn ich da irgendwie ein 1-Volt-Signal reinschicke, dann kriege ich im besten Fall ein 1-Volt-Signal raus. In der Praxis vielleicht ein bisschen weniger, also vor allem, wenn es nicht diesen Diodenspannungsteil hat, weil ich ja dann eben genau diese Basis-Emitter-Spannungsabfälle verliere. Genau, und hohe Stromverstärkung, wenn die Schaltung Strom liefert, aber niedrig, wenn sie aufnimmt. Das war eben genau das mit der Kollektorschaltung. Wenn ich vielleicht ins Skriptum rübergehe. So. Kollektorschaltung, hier. Da sehen wir, das ist die erste Variante der Kollektorschaltung, das ist die Kollektorschaltung selber jetzt quasi. Nur einen Transistor. Und diese Schaltung hat offenbar einen niedrigen Ausgangswiderstand, wenn der Strom rauskommt. Weil dann kommt das direkt aus dem Transistor, der kann den Ausgang quasi unmittelbar mit der positiven Spannungsversorgung kurzschließen, wenn dieser Transistor voll durchschaltet. Besser geht es eigentlich nicht. Aber wenn diese Schaltung jetzt Strom aufnehmen soll, dann muss das wieder durch diesen Widerstand durch. Und dann habe ich quasi wieder einen hohen Ausgangswiderstand, was ich eben genau nicht möchte. Wenn ich statt einem NPN-Transistor einen PNP-Transistor verwende, dann drehe ich quasi die Schaltung zu um, habe ich das entsprechend umgedrehte Szenario. Wenn ich dann einen PNP-Transistor so Richtung Ground habe, der kann Großstrom aufnehmen, also für Strom aufnehmen ist das ein geringer Ausgangswiderstand, aber wenn er Strom liefern muss, dann soll das wieder durch dieses R durch und das ist schlecht. Und darum haben wir eben die Gegentaktstufe, die eine hohe Stromverstärkung hat, unabhängig davon, in welche Richtung der Strom fließen soll. Sowohl beim Aufnehmen als auch beim Liefern. Und das mache ich, indem ich einfach zwei Kollektorschaltungen miteinander kombiniere. Im einfachsten Fall eben so, das ist der, wo wir diese 0,6 Volt immer verlieren und diesen Knick haben, wenn wir diese Übertragungskennlinie zeichnen. Aber grundsätzlich sieht man hier, durch den Transistor hier kann viel Strom nach außen fließen, wenn es sein muss. Und durch diesen Transistor kann die Schaltung viel Strom aufnehmen, wenn es sein muss. Okay. Fragen?
Gut. Das ist jetzt quasi die Fortsetzung vom Test. Wir machen heute nämlich ein Experiment, bevor wir mit dem eigentlichen Kurs anfangen. Nachdem wir jetzt dieses große Kapitel, wie macht man diese einfachen Transistorverstärker mit der Schaltung und dann einer Gegentaktstufe und so abgeschlossen haben, habe ich mir gedacht, ich baue sowas mal auf, das heißt das, was da jetzt gerade auch vor sich hinläuft, schauen wir uns dann gleich nachher an. Aber zuerst schauen wir uns vielleicht den Schaltplan an und die Simulation und reden ein bisschen drüber, was da alles so drinnen ist. Also wer kann mir einen Teil dieser Schaltung identifizieren und sagen, weiß ich nicht, T1 ist in dieser und jener Konfiguration oder R1 und R2 sind das und das. T6 und T8 wären im Gegenteil die Endstufe, wenn irgendwo ein Eingangssignal wäre. Nein, nicht ganz. Damit das eine Gegentaktstufe wäre, müssten diese beiden Transistoren vertauscht sein. Da müsste der NPN-Transistor oben und der PNP-Transistor unten sein. Fangen wir mal mit dem einfachen Teil an, das ist der linke, das fängt an mit einem Spannungsteiler R2, R1, ja, der eine Interschaltung mit AC- und DC-Gegenkopplung, das sind R5, C2 und R3, füttert. Mhm. Und das, der verstärkt das invertierte Signal von Input damit auf Preamble. Okay. Was ist denn machen wir gleich die Wechselstromverstärkung. Was ist denn die Wechselstromverstärkung von dieser Emitter-Schaltung? Also um wie viel verstärken wir da unser eigentliches Nutzsignal? Ja, das ist ein bisschen mehr als 100. Also, ursprünglich hatte ich 10K durch 100, dann habe ich es nicht, verliere noch ein bisschen was und damit ich effektiv dann auf Verstärkung 100 komme, bin ich auf 68 Ohm runtergegangen und dann geht es grob aus. Gut, also dieses Verhältnis definiert uns die eigentliche Verstärkung. Dieses Verhältnis hier ist dann quasi nur die Verstärkung für die Arbeitspunktstabilisierung. Welches Verstärkungsverhältnis habe ich da? 10, genau. Was ist mein Arbeitspunkt ungefähr? 9, 15. Ja, ungefähr. One significant digit. Reicht mir völlig. Ein Volt, ja, ein bisschen mehr als ein Volt. Also das ist ungefähr 15% von der Versorgung, 15% von 9, ist mehr als 1. Das reicht uns schon. Genau, und das heißt, was wird dann der Ruhepegel am Ausgang sein? Hier? Also, sagen wir, hier ist ein bisschen mehr als 1 Volt. Ja, das sind dann diese schwammigen Begriffen. Was haben wir dann hier? 0,3? Ja, 0,3, 0,5. Wir wissen ja nicht, wie viel genau um mehr als 1 Volt. Aber so die Größenordnung. Sagen wir, es sind 0,5 Volt. 0,5 Volt an einem Kilo Ohm machen einen gewissen Strom. Der gleiche Strom fließt durch die 10 Kilo Ohm da oben durch. Genau, das heißt, wir werden dann hier einen 5 Volt Abfall haben. Das heißt, wir erwarten, dass das Signal hier so um 4 Volt vielleicht schwankt. Wo es ein ganz vernünftiger Pegel ist, nicht? Wenn wir sagen, da ist eine 9 Volt Versorgung. Okay, also diese linke Hälfte hier ist nichts anderes als die Emitterschaltung mit AC- und DC-Gegenkopplung
Entspannungsteiler, Arbeitspunktstabilisierung 1 zu 1, wie wir es gerade auf den Test geschrieben haben und wie wir es uns bisher angeschaut haben. Gut, wir haben jetzt hier bei Pre quasi das Eingangssignal ungefähr um den Faktor 100 verstärkt. Was macht jetzt die rechte Seite dieser Schaltung? Okay, ja. Wie nennen wir diese Art der Beschaltung? Kollektorschaltung. Eine Kollektorschaltung, genau. So, jetzt fehlen uns quasi noch 4 Transistoren, was die machen. Was ist denn T9 und T10? Ah, das ist ein Gegentakt, Endstufe und T6 und T8 sind quasi die Dioden. Genau. T9 und T10, das ist unsere Gegentakt-Endstufe. Und hier habe ich statt Dioden auch 2 Transistoren verwendet. Warum mache ich sowas? Weil ich sie dann aus derselben Charge nehmen kann und dann möglichst die gleichen Werte habe. Genau, genau. Wir machen das mit den Dioden, ja, weil bei den Dioden auch ein NP-Übergang ist, also auch diese magischen 0,6 Volt dann abfallen. Aber es ist natürlich nicht immer exakt genau 0,6 Volt und das ist ein bisschen vom Bauteil abhängig. Und damit dann quasi diese Stabilisierung hier genau zu dem passt, was diese Transistoren hier machen, verwende ich hier einfach die gleichen Transistoren, aber als Dioden. Und das mache ich, indem ich einfach hier sowohl Basis als auch die Kollektoren zusammenschalte. Dann habe ich hier 2 solche Dioden. Was ich aber jetzt und nicht ganz verstehe, bei dieser Gegentakt-Endstufe mit Dioden speisen wir quasi in der Mitte ein und das tun wir dort nicht. Genau, es ist ja ziemlich wurscht, also solange wir quasi den notwendigen Spielraum haben, ist es nicht so wichtig, wo genau wir einspeisen. Und das haben wir das letzte Mal uns auch besprochen, da gab es einen Diskussionspunkt, wenn ihr euch erinnert. So, hier. Fallen Ihnen Varianten von der oben stehenden Schaltung ein, das haben wir letztes Mal gehabt. Und da haben wir uns unter anderem überlegt, naja, wie könnte man da ein Bauteil loswerden? Und eine Möglichkeit, ein Bauteil loszuwerden, wäre, wenn wir quasi sagen, wir eliminieren diesen Widerstand hier. Aber dann können wir natürlich nicht mehr in der Mitte einspeisen, aus genau dem Problem, das wir vorher besprochen haben, weil dann müsste dieser Basisstrom da irgendwie so rauffließen. Aber wir können ja da oben einspeisen. Und das ist völlig okay, wenn uns wurscht ist, was der absolute Signalpegel da vorne ist. Nicht, den verschieben wir dann natürlich um diesen Spannungsabfall hier. Aber wenn wir damit leben können, dann ist das halt ein Bauteil weniger. Und in dem Fall habe ich damit leben können, also habe ich da ein Bauteil weniger. Gut. Das heißt, T7 ist eigentlich der Widerstand, was dort weggefallen ist. Genau, statt dem einen Widerstand haben wir jetzt da ein T7. Und damit haben wir quasi hier schon eine erste Stromverstärkung und dann halt eine richtig große Stromverstärkung mit dieser Gegentaktstufe. So, dann haben wir unser Ausgangssignal. Jetzt haben wir hier eine Last, die habe ich jetzt eingetragen mit 8 Ohm. Der Grund, warum ich das gemacht habe, dass da 8 Ohm steht, ist, weil dieser Lautsprecher hier 8 Ohm hat. Bleibt nur noch die Frage, warum habe ich hier diesen Kondensator? Diesen C3, welche Funktion hat der? Damit, wenn kein Signal kommt, also wenn ich keine Wechselspannung am Eingang habe, dass nicht irgendwie ein minimaler Strom durch den Lautsprecher fließt. Ja, ich will durch den Lautsprecher nur einen Strom fließen lassen für mein eigentliches Signal. Ich will keinen Ruhestrom da durchschicken. Und wenn ich jetzt einfach mir überlege, das Eingangssignal ist quasi abgeschalten, dann habe ich hier überall quasi diesen Gleichstrom, diesen DC-Zustand. Dann kommt hier irgendwie am Ausgang, Hausnummer, 5 Volt raus. Und dann würde ich hier meinen Lautsprecher zwischen diesen 5 Volt und Masse hängen. Dann würde da doch ein relativ großer Strom durchfließen. Nicht? Also über ein halbes Ampere. Oder sagen wir, es kommen 8 Volt raus, dann ist es einfach zu sagen, es ist 4 Volt kommt raus, einfach zu rechnen, dann ist es genau ein halbes Ampere. Und dafür ist vielleicht dieser kleine Lautsprecher mit diesen kleinen Drähten noch gar nicht ausgelegt. Und selbst wenn er das aushält, wird der Ton nicht so laut sein. Wir wissen aber noch nicht warum, das kommt dann, wenn wir die elektronischen Felder machen. Der Grund ist einfach, dass das Magnetfeld, das ich da drinnen aufbaue,
das kann ich, das ist nicht einfach proportional zum Strom, sondern irgendwann sättigt das. Und wenn ich jetzt quasi schon einen urgroßen Ruhestrom durch diesen Lautsprecher durchschicke, dann ist das alles schon in der magnetischen Sättigung, und wenn ich dann ein bisschen mehr Strom mache, dann ändert sich auch das magnetische Feld nicht stark, und damit wird dann die Membran auch nicht ausgelenkt. Darum findet man beim Ansteuern von Lautsprechern sehr, sehr oft solche Schaltungen, dass dann da irgendwann noch dieser eine Kondensator ist, der sicherstellt, dass wir nur für das eigentliche Signal durch den Lautsprecher Strom hin und her schicken, aber keinen Gleichstrom konstant durchschicken. Ja, und hier unten haben wir dann das Simulationsergebnis, wo wir in Rot das Eingangssignal sehen und in Grün das Ausgangssignal. Und auf unterschiedliche Achsen, und damit sieht man hier das Eingangssignal, da ist die linke Achse zuständig, da sind wir auf 10 Millivolt Signalpegel, und wenn wir da nach rechts schauen, da haben wir fast 1 Volt Signalpegel. Also wir sehen, wir haben diese Verstärkung um einen Faktor 100, die hätten wir da geschafft. Ja, Faktor 50, oder? Also wir gehen hier von plus 0,01. Du hast recht. Faktor 50, das ist nicht. Aber es ist verstärkt. Sind wir uns einig. Wie viele Simulationsschritte hast du da gemacht? 10.001, irgend sowas. Also gut genug, dass ich jetzt hier mit freiem Auge nicht sehe, dass dieser Sinus irgendwie eckig aufgelöst ist. Gut, und das Ganze habe ich aufgebaut. Das ist das große Breadboard-Monstrum hier. Jetzt brauche ich wieder ein Kamerakind. Okay. Gut. Schauen wir vielleicht zuerst auf die Schaltung hier. Nicht so hoch, gell? Aber ich versuche. So, also. Diesen Teil hier, dieses Board, was da drinnen steckt, das ignorieren wir jetzt mal. Das ist ein späteres Experiment. Also das letzte Experiment für heute. Wir haben heute noch zwei Experimente. Der Teil hier, da habe ich einfach ein Arduino verwendet, und mit dem erzeuge ich jetzt einfach so ein Sinussignal, das ist nicht zum Testen. Und damit ich das dann irgendwie in ein analoges Signal umwandle, habe ich hier aus diskreten Widerständen einen Digital-Analog-Wandler aufgebaut. Ich glaube, es sind 18 Widerstände. Also es ist, so ist es mühsam, aber es funktioniert ganz gut. Dann das hier ist noch eine Kollektorschaltung, die kommt da gar nicht vor. Die ist einfach nur für das Signal, was ich da aufgebaut habe. Und mit diesen beiden Widerständen hier schwäche ich dieses Signal um einen Faktor 100 ab. Damit wir ein schönes kleines Signal haben, dass es dann auch lohnt zu verstärken. So, also man sieht, ja, da, das in Gelb, das ist unser Koppelkondensator. Diese beiden Widerstände hier sind die Spannungspunkt-Arbeitspunkt-Stabilisierung. So, dann haben wir einen Kameramann und einen Kameraassistenten. So, aber jetzt. So, dann brauche ich mir aber noch diesen Stift aus, der ist nämlich deutlich schlanker als meine Finger. So, aber du siehst den interessanten Teil der Schaltung. Ist für dich. Oh ja, da. Okay, also diese beiden Widerstände hier sind die, einer ist der Arbeitswiderstand, so, jetzt muss ich nachschauen, welcher, Kollektorbasis-Emitter, der ist der Arbeitswiderstand, das hier ist der DC-Stromgegenkopplungswiderstand und dieser Kondensator und der Widerstand, das ist dann die AC-Stromgegenkopplung, und dieses graue Ding hier, da ist dann das Ausgangssignal von unserer Emitterschaltung. Und damit gehe ich jetzt in den Transistor hinein. Das ist diese eine einzelne Kollektorschaltungstransistor gewesen. Und diese vier sind jetzt die Gegentaktstufe, die wir am Schluss gesehen haben. Gut, und ich habe jetzt hier zwei Tastkörper vom Ostsee. Hier habe ich einen direkt am Eingang. Und hier habe ich einen zweiten direkt am Ausgang. Wenn man jetzt dann hier schaut, auf dem Ostsee. So, gut. So, also das schaut ein bisschen grausig aus. Wir haben einen Bitfehler.
Besser. So, also das gelbe Signal hier, das ist mein Eingangssignal, das ich verstärke. Und das schaut darum so schlimm aus, das ist nicht so schlimm. Das ist das Ausziehen, was das so schlimm macht, wenn ich da mit dem Ausziehen mein 10 Millivolt Signal anschaue. Das kann ich auch daran sehen, dass das nicht das Eingangssignal ist, weil mein Ausgangssignal, das blaue, nämlich super ausschaut. Und wenn das Signal selber wirklich so verrauscht wäre, dann würde dieses Rauschen natürlich alles mit verstärkt werden. Vielleicht ist es irgendwo geklettert. Glaube ich nicht, das ist ein 440 Hertz Sinus. Also die Sachen, die wir hier sehen, sind sehr, sehr niederfrequent. Und da sollte nichts Schalten drinnen sein, was da jetzt schon anfängt zu klettern. Wenn man da genau schaut, sieht man hier so einen kleinen Hacker in dem Ausgangssignal. Und das ist ein Fehler, der wirklich im Eingangssignal vorhanden ist. Das ist ein Bitfehler, weil irgendeins dieser Kabeln hier einen Wackelkontakt von meinem digitalen Analogwandler. So, und die Skala für das gelbe Signal, sehen wir hier unten, ist 10 Millivolt. Und die Skala für das blaue Signal sind 500 Millivolt. Und da sehen wir dann die Faktor 50 Verstärkung, die wir haben, weil die Amplitude dieser beiden Signale ist etwa gleich groß. Und natürlich invertiert, weil die Emitterschaltung ist ein invertierender Verstärker. Danach haben wir nichts drinnen in dieser Schaltung, was dann eine zweite Umkehre machen würde. Also das Signal bleibt dann invertiert. Gut, also man sieht, diese Dinge funktionieren auch tatsächlich und nicht nur im Schaltungssimulator. Das war die Idee von diesem Experiment. Gibt es noch Fragen dazu?